Heute habe ich ein paar Sachen für euch, die für mich beim Arbeiten, beim Fotografieren einfach unerlässlich sind. Jede Menge cooles Zeug, von dem man vielleicht nicht denken würde, dass es ein Fotograf unbedingt braucht. Wir beginnen jetzt erst einmal mit dem Gerät, das quasi immer unter meiner Kamera hängt. Wenn ich hierher gehe, zumindest einmal beim Filmen, ist das richtig genial. Fürs Fotografieren würde ich es vielleicht eher weniger nehmen. Das sieht manchmal ein bisschen unprofessionell aus, doch der Nachteil an der Sache ist, wenn ihr euch selber filmt oder selber fotografiert, eure Kamera, die kann man sehr schwer selber halten. Dann hält man die meist so, das ist auch irgendwie doof. Das hier sorgt dafür, dass man einen guten Griff hat. Ich habe hier wirklich was Stabiles in der Hand. Ich kann die Kamera so halten und die sieht sogar so stabil aus. Sekunde. Genau. So, ihr seht jetzt, das ist die Aufnahme von meiner Videokamera. Es ist ein klein bisschen verwackelt, aber das ist so dieser aktuell modische, relativ modische Vlog-Style, der einfach mit dazu kommt. Ich kann mich auch hier frei bewegen, das ist gar kein Thema. Laufen ist ein bisschen schwierig, doch ja, grundsätzlich ist es eine tolle Methode, die Kamera stabil zu halten und ich kann sie auch einfach überall dranhängen. Egal was ich mache, ich habe immer eine Möglichkeit, die Kamera irgendwo stabil hinzustellen. Einfach so zum Beispiel. Man sollte nur aufpassen, dass die Beine korrekt ausgerichtet sind. Denn viele gehen her und stellen die einfach irgendwie hin. Und ja, das sorgt halt mal dafür, dass sie einfach gerne mal nach vorne umkippt oder sowas. Es ist halt einfach kein schweres Stativ, sondern so ein Gorillapod. Richtig nice. Man kann es auch irgendwo dranhängen. Passt. Alles super. Nur ein bisschen aufpassen, wenn man zu schwere Kameras oder zu schwere Objektive hat, dass euch das Teil nicht umfällt. Punkt Nummer 2 ist etwas, nach dem ich sehr, sehr oft gefragt werde. Und zwar mein Kameragurt, wie ich ihn finde. Anderer Punkt, was kostet so ein Gorillapod? Oder willst du es nicht erwähnen? Will ich nicht erwähnen, es gibt auch unterschiedliche Größen und sowas. Ne? Also okay, also zu viel Detail. Hier, so. Dieser Gurt ist von Peak Design. Ich habe mir am Anfang gedacht, ja, okay, probieren wir es mal aus. Der Rucksack von denen ist genial, dann muss der Gurt ja auch genial sein. Und das ist er tatsächlich. Also ich werde sehr oft gefragt von allen möglichen Leuten hier auf YouTube, welchen Kameragurt ich denn benutze, weil der irgendwie so rot ist. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr in rot. Das war meine limitierte Auflage. Auf jeden Fall, die anderen funktionieren nach dem gleichen Prinzip, die haben. Einfach so und so an die Kamera gesteckt und er ist einsatzbereit. Sowohl so rum als auch so rum, so als Slidergurt, richtig geniales Teil. Ich empfehle immer, nehmt nicht diese Standardgurte. Bei mir fliegen die immer als erstes raus. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich von meinen Kameras die Gurte überhaupt noch habe. Ich glaube, ich habe sie alle weggeworfen. Das ist sowas, erstens, man sieht aus wie so ein Standardtourist, wenn man die so um den Hals rumträgt und am besten noch hier vorne. Dann, ja, es sieht nicht sonderlich schön aus und zweitens ist das so ein Gurt, der immer im Nacken reibt. Das nervt total. Lieber über die Schulter, dann kann man es auch mal hier so runter und wieder hoch. Der ist auch nochmal problemlos größenverstellbar. Das war mir immer sehr wichtig bei Gurten. Ich hatte vorher einen von Sun Sniper, glaube ich. Der hatte das Problem, dass der eben nicht so einfach größenverstellbar war. Mittlerweile benutze ich ihn auch nicht mehr. Der hier ist mir eigentlich deutlich lieber. Also Kameragurt, jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt muss ich nicht mehr jedem Einzelnen erklären, welchen Kameragurt ich verwende. Ich verlinke es auch alles unten unter dem Video. Also vorbeischauen und richtig. Im Übrigen, nichts, was ihr in diesem Video seht, ist gesponsert. Ich habe mir alles wirklich selber gekauft von meinem eigenen Geld, weil ich genau weiß, es bringt's, es ist notwendig, es macht es so viel einfacher zu fotografieren, einfach indem man das richtige Zubehör benutzt. Das nächste ist das, was ihr wahrscheinlich von jedem Fotografen hört, was ihr an Zubehör braucht. Und zwar Tape. Tape. Ihr braucht Tape. Definitiv. Für jeden Zweck, für jeden Sinn ist dieses Tape gut. Ihr könnt damit Sachen markieren. Ich gehe bei Shootings gerne her und klebe es einfach auf den Boden, dass die Leute wissen, wo sie sich hinstellen. Wenn irgendwas kaputt geht, kann man es immer mit Tape retten. Ihr kennt das ja, wenn man es nicht durch Tape fixen kann, dann hat man nicht genug benutzt. Doch ich habe teilweise das Gefühl, dass manche Sachen aus meinem Equipment nur noch aus Tape bestehen. Also deswegen, trotzdem, extrem wichtig, auf jeden Fall so eine Rolle irgendwo in der Kameratasche drin haben, dass, falls man sie braucht, dass sie definitiv da ist, weil ihr werdet in so eine Situation kommen, in der ihr euch Panzertape wünscht. Was soll ich als nächstes? Ja, die Speicherkartentasche. Gehen wir meine Karten. Die sind in der Seitentasche, die gerade offen ist. Dankeschön. So, denn damit geht's weiter.
Ich hatte die ganze Zeit das Ganze so gemacht, dass ich die Speicherkarten in ihren einzelnen kleinen Verpackungen hatte. Die waren zwar geschützt und das war gut so, doch ich habe, glaube ich, ein paar verloren. Glücklicherweise nicht mit wichtigen Daten drauf oder sowas, doch damit es in Zukunft nicht mehr passiert und dass ich auch nicht versehentlich mal eine fallen lasse und sie fällt ins Wasser oder sowas, was eben so passiert, wenn man unterwegs ist, habe ich mir sowas hier gekauft. Es ist eigentlich irrelevant, von welchem Hersteller man das holt. Wichtig ist eigentlich nur, dass man so einen Speicherkartenorganisator hat. Den gibt es in unterschiedlichen Varianten, sowohl für SD-Karten als auch für CF-Karten und alles Mögliche. Auf jeden Fall, ihr könnt hier eure Speicherkarten organisieren. Lohnt sich eigentlich in dem Moment, wo man mehr als eine hat. Ich habe jede Menge für die Kamera, für so viele Kameras. Und ich habe hier auch so einen kleinen Trick. Und zwar, bei den CF-Karten ist so, wenn die falsch rum drin liegen, dann kann man sie gefahrlos benutzen. Einfach rausnehmen, in die Kamera rein und los geht's. Wechsle ich die Karte in der Kamera aus, weil der Speicher eben voll ist, dann lege ich sie richtig rum rein. So rum. Ich weiß, die ist voll, die kann ich vielleicht benutzen, weil sie nicht ganz voll ist oder sowas, aber die ist benutzt, die sind unbenutzt, die kann ich gefahrlos einfach reinstecken, loslegen, fotografieren. Das macht es deutlich einfacher und ja, ihr seid eben einfach organisiert. Hat hier in dem Moment, also es soll angeblich stoßsicher sein, ich habe es noch nicht ausprobiert und es hat hier so ein Gummi, der, ja, es wohl wasserdicht macht. Ich hoffe es, ich hoffe, ich muss es nie rausfinden. Auf jeden Fall lohnt sich, weil ihr habt die Karten alle an einem Ort. So, und ich habe es bei Peter McKinnon gesehen und habe mir gedacht, eigentlich hast du in deiner Kameratasche genauso viel Zeug rumfliegen, du könntest mal eine Tasche für besorgen. Die kommt jetzt. So, und zwar, das ist jetzt leider relativ spontan, deswegen ist sie nicht komplett voll, aber ich erkläre euch mal, wie das Ganze abläuft, was hier wirklich drin ist. Das Ding hier ist wirklich das Notfallset, sag ich mal. Man hat hier quasi alles drin, was man braucht. Kein Deo, ich bräuchte vielleicht noch Deo, aber das passt hier nicht an. Ja gut, lassen wir es mal dabei, denn ich zeige euch einfach mal, was es hier drin gibt. Die Taschen sind quasi egal, welche man nimmt, solange Platz genug ist. Wir fangen an mit Adaptern, weil Apple, ja, man braucht sie eben manchmal. Ganz wichtig, einem Speicherkartengerät, Lesegerät für das Smartphone. Stellt euch vor, ihr seid unterwegs und habt eine Karten voll, braucht aber jetzt noch schnell eine weitere. Könnt aber nicht in den Laden gehen und eine kaufen. Ich meine, gut, ich habe hier noch Notfall-SD-Karten drin, aber damit kann man das Ganze importieren. Also entweder auf Smartphone, einfach hier so reinstecken, die SD-Karte rein und man kann loslegen. Aber dafür ist das Smartphone eigentlich nicht gedacht, weil ich habe das Problem, das Smartphone brauche ich für andere Sachen, ist vielleicht leer oder nicht. Denn hier hinten ist ein Tablet drin. Das ist ein iPad Mini, uralt, ich habe es mal geholt, hat 64 GB, glaube ich. Ich brauche es nicht mehr, weil es mir jetzt mal runtergefallen und ist kaputt gegangen. Doch für so einen Notfall, dass man sagt, ich importiere jetzt mal schnell eine Speicherkarte, weil es gerade Not am Mann ist, weil es notwendig ist, ist das gar keine schlechte Idee. Das ist da hinten drin, nimmt nicht wirklich Platz weg, sondern passt sich eben der Tasche an und falls ich es mal brauchen sollte, ist es da. Natürlich, Ladegeräte für alles Mögliche. Normalerweise ist da auch noch das Ladegerät für die Drohne mit drin, dass ich sowohl was für die Apple-Handys habe, als auch Micro-USB, als auch Mini-USB. Das sind die Kabel, die hier im Moment noch fehlen, die hier gerade irgendwo im Einsatz sind. Ganz wichtig, normalerweise auch noch so Mini-Kopfhörer. Man braucht sie immer wieder und Batterien. Batterien für jede Anwendung überhaupt. Sowohl 9 Volt für die Mikrofone, als auch hier solche, die jemand für Blitze braucht, weil ihr habt, das ist immer wieder die Situation, man fängt an zu fotografieren, hat einen Blitz und die Batterien sind leer und man hat keine. Ich musste mir schon von einem anderen Fotografen, von einem Hobbyfotografen, der anwesend war, Batterien leihen, damit mein Blitz funktioniert hat, was ich sehr, sehr peinlich fand. Seither sind in meiner Fototasche immer Batterien. Natürlich volle Batterien. Ansonsten natürlich auch ein voller Kameraakku. Ich habe hier einfach einen von den Canon-Akkus reingelegt, die sind immer drin. Ich gucke immer, dass der voll aufgeladen ist, abseits von der Kameratasche. Man weiß nicht, was ist. Man fängt an, die Kameratasche zu packen und vergisst die Akkus aus irgendeinem Grund oder vergisst die Speicherkarten. Das ist im Übrigen auch noch hier drin. Sowohl ein vollgeladener Akku für den Notfall, als auch hier eine leere SD-Karte. Das ist nur eine 32 GB, die nicht sonderlich schnell ist, aber wenn man keine hat, ist sie besser als alles Mögliche. Die ist Gold. Gut. Sicherheitshalber Nähzeug, ja, ich besitze Nähzeug, das ist aber, glaube ich, alles, was ich habe, weil es ist schon vorgekommen, dass eine Braut nach Nähzeug gefragt hat und in dem Moment, wo du als Hochzeitsfotograf irgendwo bist und hast Nähzeug, bist du der King. Das ist wirklich so, einfach nur genial.
Ein paar kleinere Sachen habe ich sonst auch noch. Ich habe, das ist so ein, ich glaube, es war sogar ein Werbegeschenk. Einfach so ein fusselfreies Tuch, falls man es mal bräuchte. Natürlich ein Sensorreiniger. Sehr, sehr wichtig, wenn ihr bei einem Auftrag seid, wenn ihr irgendwo shootet, muss ihr nicht unbedingt professionell sein. Kann ja auch hobbyfotografmäßig sein. Und ihr kommt in die Situation, dass ihr einen Fleck nicht nur auf der Linse, sondern auf dem Bildsensor habt, weil ich, keine Ahnung, das Objektiv falsch gewechselt habe oder im strömenden Regen wechseln musste. Dann, ja, kann man nicht wieder nach Hause fahren. Dann ist aber gut, wenn man so ein mobiles Reinigerset mit dabei hat und das einfach zur Not reinigen könnte. Gut, prinzipiell bin ich fast durch. Das Einzige, was noch fehlt, ist hier. Ein uralter USB-Stick, der wahrscheinlich nicht mal sehr schnell ist, aber er hat, glaube ich, 16 GB. Und klar sind wir momentan in einer Zeit, in der eher was in die Cloud hochladen, doch ein USB-Stick, den kann man immer brauchen. Jeder kann einen USB-Stick brauchen. Es ist eigentlich immer gut, einen mit dabei zu haben. Was hier sonst noch drin fehlt, sind Notfallvisitenkarten, weil da in der Situation war wahrscheinlich auch schon jeder. Man will irgendjemandem eine Visitenkarte geben und hat einfach keine und dann fängt man an, die Nummer zu diktieren oder sowas. Und es ist einfach peinlich, und einfach sagen zu können, hier, ja, ich habe noch ein paar Visitenkarten mit dabei. Ich könnte mal welche reintun. Ich sehe aber gerade keine in Reichweite, egal. Aber in der Situation sagen zu können, ich habe welche in der Kameratasche, ich kann dir welche geben, ich habe hier noch zwei, drei drin liegen, das reicht ja vollkommen aus, ist eine perfekte Idee. Deswegen, einmal ein Survival Kit ist erledigt. Und die ist so auch relativ klein und kann quasi in das Notebook-Fach von meiner Kameratasche, das ich sowieso fast nicht benutze. Perfekt, ist quasi unsichtbar da drin und man ist eben immer auf der sicheren Seite. Vielleicht ein bisschen groß, aber ich habe Platz genug. Man kann die auch kleiner gestalten, man kann es auch deutlich kleiner packen. Doch gerade Ladekabel, Batterien, sowas in die Richtung, das braucht man immer in irgendeiner Art und Weise. Deswegen nehmt's mit. Und ja, sonstiges, bin ich jetzt fertig? Ich glaube, ich bin fertig. Genau. Ich habe sonst noch jede Menge anderes Zubehör, das ich wahrscheinlich in einem anderen Video noch vorstellen werde. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Zubehör habt, von dem ihr sagt, ohne das geht's einfach nicht. Beziehungsweise ohne das wäre es extrem aufwendig. Denn ich habe so oft bei Fotoaufträgen, dass ich Dinge improvisieren muss und einfach nicht so, das Ganze nicht so läuft, wie man sich's vorstellt. Und man kann mit sowas ein klein bisschen dagegen steuern, mit so gewissen Sachen immer vorbereitet sein, doch man ist nie auf alles vorbereitet. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Situation ihr schon hattet, ob ihr schon mal eine Situation hattet, wo ihr sagt, verdammt, mit dem hätte es jetzt super funktioniert, aber ich komme irgendwie anders drum rum. Oder ob ihr irgendwas habt, was euch schon mal den Arsch gerettet hat. Auf jeden Fall, ich freue mich drüber. Und genau, wir sehen uns jetzt auf fotografieren-lernen.de für noch deutlich mehr Tutorials oder ja, im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.